Joggen. Ich dachte, Natsch wäre vorhin bei dir gewesen. Ja, es waren McDonald's auf dem Weg. Hab schon verstanden. Hast du was verloren? Dad! Du meinst, Dad ist mit dir joggen gegangen? Ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat. Oh, Simon, das war grausam. Wie hat er sich angestellt? Ich will mal so sagen, Dad joggt nicht, er scharrt mit den Füßen. Du meinst wie Großvater Walton? Gegen Dad wird Großvater Walton wie Ilja Rogoff. Ist das so schlimm? Schlimmer. Das letzte Mal habe ich ihn unten im Park gesehen. Mit dem Kopf im Brunnen hat er nach einer Bluttransfusion geschrien. Ah, da kommt er ja. Das muss ich sehen. Wieso hast du denn genug Atem zum Pfeifen? Sieh dir das an, er ist noch fit wie ein Turnschuh. Das nennt man zweiter Wind. Oh. Ich habe mich in ein Taxi gesetzt. Oh, das ist nicht anständig. Ja, ich habe während der Fahrt immer mit den Füßen gescharrt. Na, dann kriegst du eine 4 Minus für guten Willen. Was machst du denn da? Ich schneide mir gerade ein Kleid zu. Du nähst doch gar nicht. Doch, seit heute. Es wird ganz toll. Ah, für einen besonderen Anlass? Nein, ich gehe nur aus. Aus? Wohin? Aus, du weißt doch. Nein, ich weiß nicht. Für mich ist Ausgehen kein Ort, wo man hingeht, sondern die Tatsache, dass man das Haus verlässt. Also, wo gehst du hin? Das wissen wir noch nicht. Ah, dann überlegt es euch unterwegs. Weißt du, was sie meint? Ist doch ganz einfach. Dann weih mich ein. Sie will dir nicht sagen, wo sie hingeht. Dad, ich gehe einfach mit meinen Freundinnen aus, okay? Fein. Liegt dir irgendwo meine Zeitung? Die ist irgendwo. Nein, ist sie nicht. Doch, doch, da ist sie. Los, gib her. Oh, Debbie, jetzt sieh doch mal, was du damit gemacht hast. Tut mir leid, Dad. Vor dem Tag habe ich mich immer gefürchtet. Vor dem Tag, an dem die Zeitung zerschnitten wird? Nein, vor dem Tag, an dem Debbie das Nähen entdeckt. Was hast du denn gegen Nähen? Da sparst du Geld. Das sagen sie alle, das mit dem Sparen. Simon, wenn du mal verheiratet bist, höre nie auf den Satz, damit spare ich Geld. Stimmt das denn nicht? Es könnte dich deine Ehe kosten. Was willst du damit? Unsere Welt wird von einem bösen Geist heimgesucht, der den Frauen den Floh ins Ohr setzt, dass es ihr Geburtsrecht ist, zu nähen. Gibt es das nicht? Ungefähr 3% aller Frauen sind gute Schneiderinnen. Und dieser kleine Prozentsatz schafft es, ein Kleid zu vollenden, das sie auch tragen können. Was sind denn anderen? Ach, die anderen. Ah, die anderen, mein Sohn. Sie machen das Leben für alle um sie herum zum Jammertal. Sie kaufen unglaubliche Mengen von Stoff, der wahnwitzig teuer ist. Genug, um die Oper darin einzuwickeln. Und dann schneiden sie ihn falsch zu. Und was noch schlimmer ist, zum Schluss werden dann Kissenbezüge draus gemacht. Nein, was habe ich nur gemacht? Und häufig schreien sie. Das habe ich schon mitgekriegt. Du lernst sehr schnell. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, von dem ich dir noch nicht erzählt habe, mein Sohn. Ja, Vater. Wenn sie das Kleid fertig haben und es anziehen und dann sagen, oh, ich hab's vollkommen versaut, dann gib ihnen, wenn dir dein Leben lieb ist, auf gar keinen Fall recht. Oh, ich hab's vollkommen versaut. Seht euch das oh, an. Oh, ist doch fabelhaft. Davon habt ihr doch keine Ahnung. Naja, ich kann ja immer noch Kissenbezüge draus machen. Wo ist die Schere? Oh, Vater, was machen wir denn jetzt? Sohn, wir machen, was jeder vernünftige Mann machen würde. Wir trinken ein Bier. Wir trinken ein Bier. Guten Tag, hallo, jemand da? Hi, Betty. Ah, hallo, Debbie, was machst du denn? Nass! Ah, du nähst. Ach, das werde ich, wenn ich es schaffe, den blöden Stoff richtig zuzuschneiden. Hm, vielleicht kann ich dir helfen. Kannst du nähen? Natürlich, in Walgett konnten alle Mädchen nähen. Dafür hat Schwester Maureen gesorgt. Wer ist Schwester Maureen? Sie war die Schwester Oberin an der Schule. Sie sagte, es sei das Geburtsrecht der Frau, nähen zu können. Konnte sie gut nähen? Grauenhaft, deshalb ist sie ja Nonne geworden. Wieso denn das? Na ja, da bekam sie ihr Gewand gestellt. Oh, sieh mal, da haben wir das Problem. Du hast den Ärmel verkehrt rum ausgeschnitten. Nähen macht Spaß. Was? Hast du schon daran gedacht, Kissenbezüge draus zu machen? Es liegen schon 6 Stück in der Küche rum. So weit bist du. Na, mach dir nichts draus, da können wir bestimmt noch was retten. Wir probieren nämlich als nächstes Schwester Maureens Notfallmaßnahmen. Was ist denn das? Wir machen eine Teehaube daraus. Oder, falls das nicht klappt, dann machen wir Eierwärmer draus. Betty, ich hatte eigentlich vor, das anzuziehen. Ich glaube nicht, dass das deinem Vater recht ist, wenn du Eierwärmer trägst. Hatte sie denn noch irgendwelche Notfallmaßnahmen? Nur Taxigeld. Was meinst du denn damit? Na ja, weißt du, wenn man samstagsabends ausging, sollte man eben Geld für ein Taxi dabei haben. Wieso denn? Na ja, ich meine für den Fall, dass es deinem Freund, na ja, ein bisschen zu wohl wurde. Ah ja. Ja, in dem Fall hattest du Geld fürs Taxi und konntest mit dem Taxi nach Hause fahren. Klingt sehr vernünftig. Ja, fand ich auch, aber Fiona McSweeney fand das gar nicht. Wieso nicht? Niemand hat dir das Taxigeld gestohlen. Das ist aber nicht nett. Du meinst, man hat sie wegen ein paar lausiger Dollar bestohlen? Oh nein, 75 Dollar. Sie wohnte außerhalb im Burgerbrei. Betty, heute ist doch Samstag. Was tust du eigentlich hier? Dein Vater wollte, dass ich übers Wochenende was arbeite. Er hat eine Präsentation am Montag. Tja, ich
mach mich dann wohl lieber ans Werk. Ja, und ich werde mal sehen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ruf mich ruhig, wenn du irgendeine Hilfe brauchst. War das gerufen? Nein, das war ein Wutschrei. Dann ist ja alles bestens. Wir hätten den von den Jungs in der Kneipe kaufen sollen. Du weißt doch, was passiert, wenn man von solchen Leuten was kauft. Was denn? Sie schleichen dir nach Haus nach und klauen es dir wieder. Außerdem gehöre ich nicht zu den Leuten, die Diebe subventionieren. Ja, aber du weißt doch gar nicht, ob er gestohlen ist. Simon, hast du eine Luftblase im Gehirn oder was? Ja, jetzt überleg doch mal, wenn dir einer einen funkelnagelneuen Videorekorder für $75 anbietet, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Geschäft nicht ganz einwandfrei ist. Ja, abgesehen davon, wenn an der Sache nicht irgendwas krumm war, wieso trägt er dann eine Skimaske? Er hat gefroren. Es sind 25 Grad da draußen. Du wirst wohl recht haben. Klar habe ich recht. Man kann doch vor sowas nicht die Augen verschließen. Normalerweise hätten wir den Burschen anzeigen müssen. Naja, der hier hat mich eben ein bisschen mehr gekostet, aber dafür kann ich nachts ruhig schlafen. So, jetzt bringen wir das Ding in Gang. Gib mir mal die, bist du noch dabei? Willst du mir nicht helfen? Habe ich was Falsches gesagt? Sitzt etwa meine Krawatte schief? Simon, was ist denn? Simon, was ist denn passiert? Also schön, ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie ich mit dir darüber reden kann. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Junge, wenn du ein Problem hast, dann red mit mir darüber. Gut, es geht um Drogen. Oh Gott, nein. Hey, Dad, jetzt kriegt nicht gleich das Flattern. Was erwartest du? Du verkündest aus heiterem Himmel, dass du Drogen nimmst und ich... Das hat keiner gesagt. Ja, aber nimmst du Drogen oder nicht? Nein, ich nehme keine Ehrenwort. Und? Naja, aber ein paar Leute in der Schule. Und du nimmst ganz sicher keine? Dad. Okay, tut mir leid, aber wenn du wirklich keine Drogen... Ich habe Nein gesagt. Aber wo ist das Problem? Bevor ich mit dir drüber rede, versprichst du mir, dass es unter uns beiden bleibt? Nein, so etwas kann ich dir nicht versprechen. Solange du mir das nicht versprichst, kann ich es dir auch nicht sagen. Ah, du lässt mir keine Alternative, hä? Nein, tue ich nicht. Also schön. Ich hab dein Wort drauf. Ja, das sagte ich. Worum geht's? Ich weiß, wer in der Schule dealt. Du meinst einer der Schüler? Ja. Ich hab mir keine Gedanken drüber gemacht, als es nur leichtes Zeug war. Aber jetzt wird's ein bisschen heavy. Und wer ist das? Kenn ich ihn? Ja, es ist Adam. Adam Fearnley? Aber das ist doch nicht möglich. Das ist eine fabelhafte Familie. Und ihr Sohn verkauft Drogen. Aber warum sollte sich ein Junge wie der auf solche Geschäfte einlassen? Sag mir, was ich tun soll. Ja, wir müssen es der Polizei melden. Dad, das können wir nicht machen. Hey, Dad, du hast die Wahl. Was bitte soll's sein? Entschuldigung, wovon redest du? Ich bereite eine Überraschung für dich vor, aber du darfst dir die Überraschung selbst aussuchen. Debbie, lass uns bitte allein. Nein, das ist unheimlich wichtig. Also, was willst du? Ein Schuhbeutel, eine Teehaube oder Eiermützen? Hör mal, Debbie, können wir nicht später darüber verhandeln? Okay, dann wird's der Schuhbeutel, aber ich warne dich, der wird scheußlich. Hey, was ist denn das? Ein neues Spielzeug? Das ist ein Videorekorder. Ein Video ist ja super. Können wir den anstellen, Dad? Das Nähen frustet mich sowieso. Hör mal, Debbie, könntest du uns allein lassen, bitte? Ich will aber ein Video sehen. Debbie, das geht nicht ohne die Kabel. Ist ja toll. Die kriegt man normalerweise dazu. Kein Mensch kauft Rekorder ohne Kabel. Habt ihr den in der Kneipe gekauft oder was? Ich schäme mich für euch, damit ihr es wisst. Debbie, verschwinde endlich! Haben wir einen wunden Punkt getroffen. Entschuldigung. Hör mal, Simon, du hast es an mich weitergegeben und ich kann es nicht ignorieren. Ich muss es seinen Eltern mitteilen. Und damit das Problem auf sie abwälzen? Das ist keine Lösung. Aber hör doch mal... Dad, ich zermartre mir seit Wochen deswegen das Gehirn. Dafür kommt er vielleicht ins Gefängnis. Ich meine, er ist ein Kumpel von mir. Wir gehen zusammen zur Schule, wir spielen zusammen Football. Wie kann ich einem Kumpel sowas antun? Wie kann ich dann einen Kumpel ins Gefängnis schicken? Simon, wir müssen etwas unternehmen. Wir können die Sache nicht ignorieren. Ich ignoriere die Sache nicht. Ich will nur erst mal mit ihm reden. Und was sagst du? Naja, ich sag ihm entweder, er hört damit auf oder ich muss ihn anzeigen. Unsinn, das ist naiv. Er wird auf keinen Fall damit aufhören, nur weil du es ihm sagst. Ja, aber er hat doch wenigstens eine Chance verdient. Simon, hast du dir das mal überlegt? Ich meine, wenn du ihn warnst und dann anzeigst, weiß jeder, dass du es gewesen bist. Ja, hab ich auch schon dran gedacht. Na siehst du, wäre es nicht viel besser, wenn ich es für dich tun würde? Das ist mein Problem. Okay. Nein, ihre Mutter hat es herausgefunden. Na, ich bin jedenfalls startbereit für Montagabend. Was ziehst du an? Oh, super. Nein, ich hab mir was genäht. Ja, wirklich. Nein, es ist fabelhaft geworden. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu formell, verstehst du? Ich zieh mein rotes Kleid an. Ja, schon wieder. Ein Führerschein? Wofür denn? Oh, ich hab vergessen, dass wir sowas brauchen. Meinst du die Fragen danach? Ja, okay, in Ordnung. Ich versuche irgendwo einen aufzutreiben. Danke, Tiffy. Ach, verdammt! Hi, Debbie, was machst du da? Unter Wasser schweißen. Was hast du denn gemacht? Oh. Und ich dachte, du nähst was. Hab ich bis eben. Die Maschine hat sich eben verabschiedet. Ja? Lass mal sehen. Verstehst du denn was von den Maschinen? Ja, ich repariere dauernd die von meiner Mutter. So. Ist ja komisch. Was?
Die ist total mit Drähten zugestopft. Warum hast du die da reingetan? Kein Wunder, dass sie nicht funktioniert. Natsch, die gehören da rein. Das ist eine elektrische Nähmaschine. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Mama hat so eine, die man treten muss. Die kann ich nicht reparieren. Vielen Dank, Natsch. Oh, gern geschehen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, doch. Nimm dir einen Apfel. Ich soll einen Apfel für dich essen? Nein, nicht ganz. Du hast doch einen Führerschein, oder, Natsch? Ja, und ich habe ihn beim dritten Versuch gekriegt. Klasse, gib ihn mir. Ich denk nicht dran, mach doch selber den Führerschein. Ich brauche ihn nicht zum Fahren, ich brauche ihn, um in eine Kneipe reinzukommen. Mhm. Moment mal, Moment mal. Simon will bestimmt nicht, dass du trinkst. Ich will doch nicht trinken, du weißt, dass ich Alkohol nicht ausstehen kann. Ich, Tiffy und die Mädchen gehen nur in die Kneipe, um uns in Bändern zu sehen. Das ist nicht richtig. Was soll das heißen? Es müsste heißen, Tiffy, die Mädchen und ich gehen in die Kneipe. Natsch, ich hab dich um deinen Führerschein gebeten, nicht um eine Knigge-Lektion. Na, du nörgelst doch immer an mir rum, wenn ich sowas mal mache. Natsch, wenn du mir deinen Führerschein nicht gibst, sag ich dir, dass du die Nähmaschine zerstört hast. Na, die werden aber merken, dass du kein Mann bist. Sieh mal, hier steht nur G.K. Nuritis. Ja, ich wollte nicht, dass jemand erfährt, dass mein richtiger Name Gerald ist. Und, Natsch wollten sie nicht reinschreiben. Naja, jedenfalls habe ich mit Natsch unterschrieben. Ah, das soll es also heißen. Ja. Warte, wenn du den benutzen willst, dann lernst du das lieber mal alles. Lernen? Wieso das denn? Naja, der Türsteher wird dir einen Haufen Fangfragen stellen. Und wenn du sie nicht beantworten kannst, dann schmeißen sie dich raus. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, wann hast du Geburtstag? Oh, wann hast du denn? Ich weiß nicht, du hast doch meinen Führerschein. Natsch, du musst doch wissen, wann du Geburtstag hast. Nein, kein Mensch erinnert sich hier an meinen Geburtstag. Warum sollte ich mich dann daran erinnern? Ich krieg ja nie Geschenke oder irgendwas, was mich daran erinnert. Du hast am 3. Mai. Ich versuch's mir zu merken. Was fragen Sie noch so? Sie fragen dich vielleicht nach deinem Sternzeichen. Was für ein Sternzeichen bin ich? Oh, 3. Mai, du bist Stier. Aha. Ist das gut? Das ist zumindest keine Überraschung. Oh, da wäre noch was. Was? Die lassen dich vielleicht irgendwo unterschreiben und vergleichen dann die Schrift. Oh Gott, du meinst, ich muss so schreiben können? Ja, fang lieber mal an zu üben. Dein voller Ernst? Mhm. Natsch, ich kann wirklich nicht glauben, dass du deinen Geburtstag und dein Sternzeichen nicht weißt. Ja, kein Wunder, dass ich da und aus Kneipen rausfliege. Betty, welchen Knopf haben Sie dann nachgedrückt? Rev. Rev? Was bedeutet Rev? Ja, R-E-W, Rev. Oh, das heißt Rewind, Rückspulen. Und jetzt fassen Sie bitte nichts mehr an. Hi, Mr. Kelly. Hi, Betty. Hi, Natsch. Natsch? Ja? Geh nach Haus. Oh, ist gut. Welchen Knopf haben Sie denn jetzt gedrückt? Ich weiß nicht mehr. Also, ich drücke Memory. Fällt es Ihnen jetzt wieder ein? Nein. Hab ich auch nicht erwartet. Was machen Sie denn da, Mr. Kelly? Unter Wasser schweißen. Ach, was Sie nicht sagen. Ich dachte, dazu braucht man eine Nähmaschine. Natsch, wir versuchen mit vereinten Kräften diesen Videorekord in Gang zu bringen und mein Geduldsfaden wird sie kündlich dünner. Ja, eigentlich suche ich ja Simon. Der ist rüber zu Adam gegangen. Oh, geh ich auch mal rüber. Wenn er in Halt ist, wäre mir lieber, wenn du das nicht tust. Ach so, wollen Sie etwa, dass ich hier bleibe? Ich will, dass du herkommst und Eject drückst. Aha. Warum? Weil, wenn wir Glück haben, macht es Peng und haut dich schnurstracks durch die Decke. Betty, haben Sie den kleinen Schraubenzieher? Nein, aber ich habe das hier. Warum tragen Sie denn sowas in der Handtasche mit sich rum? Für den Fall, dass ich kein Geld fürs Taxi habe. Ach, warum frage ich sowas auch? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Mr. Kelly. Natsch, wie kommst du auf die Idee, dass du dich nützlich machen könntest? Naja, ich habe auch schon meine Nähmaschine repariert. Ist das Ding auch elektrisch? Nein, ich setze mich in eine Ecke und trete die Pedale. Das habe ich in Walgett auch immer gemacht. Was haben Sie in Walgett gemacht? In die Pedale getreten. Vom Fahrrad? Nein, vom Radio. Weißt du, Schulfunk. Deshalb bin ich auch in Geografie durchgefallen. Bitte, wie konnten Sie wegen eines pedalgetriebenen Radios in Geografie durchfallen? Weil das jeden Tag die letzte Stunde war und da waren meine Beine dann schon so müde. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wie der Lehrer immer sagte, holt jetzt eure Geografie. Okay, genug, genug. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich versuche später nochmal ihn einzustellen. Aber dann sind wir vielleicht nicht mehr da, um Ihnen zu helfen. Natsch, aus dem Grunde will ich es ja später machen. Betty, Sie gehen jetzt wieder an Ihre Schreibmaschine. Sie wünschen, Mr. Kelly? Natsch? Ja? Geh nach Haus. Wenn Sie meinen. Und, wie läuft's, Debbie? Oh, ich glaube, ich kann sie jetzt. Was meinst du dazu? Ich weiß nicht. Was ist denn? Käse, ich kann meine eigene Unterschrift nie lesen. Wird wohl schon okay sein. Okay, frag mich mal ein paar Sachen. Wie heißt die Hauptstadt von Kenia? Nairobi.
Natsch, was zum Teufel fragst du mich denn da? Frag mich was zum Führerschein. Oh ja, okay. Also, wie heiße ich? Natsch, aber so soll ich doch jetzt heißen. Ach so, ja. Also, wie heißt du? G.K. Noritis. Wofür steht G.K.? Geraldine Catherine. Das ist gut. Geburtsdatum? Mai den 3. Welches Jahr? 69. Sternzeichen? Stier. Positive Eigenschaften? Intelligent. Das war clever, hä? Brillant. Los, weiter. Buchstabier deinen zweiten Namen. Catherine. C-A-T. Erwischt. Wieso? Na, du hast ihn falsch buchstabiert. Du heißt G.K. Noritis. Das schreibt sich mit K. Was schreibt sich mit K? Mein Name, Catherine. Natsch, was faselst du denn da? Oh, Debbie bockt sich nur meinen Führerschein. Nein, mach ich nicht. Weswegen? Natsch, warum bockt sich Debbie deinen Führerschein? Natsch, sprich bitte deutlich. Ich will in eine Kneipe. Gib ihn zurück. Dad, hör mal, ich gehe ja nicht hin, um zu trinken. Ich will nur eine Band ansehen. Du wirst nicht in eine Kneipe gehen, du bist noch nicht volljährig. Da gibt's keine Diskussion und kein Bitte, ich verbiete es. Aber Dad! Du wirst nicht hingehen, Debbie. Und ich will, dass du mir auf der Stelle versprichst, dass du dir nie wieder von einem Freund einen Führerschein pumpen wirst. Ist das klar, Debbie? Na schön! Na schön was? Na schön, ich verspreche dir, dass ich mir nie wieder von einem Freund einen Führerschein ausleihe. Gut, und das ist das letzte Wort. Hey, Dad? Ja? Natsch hat die Nähmaschine kaputt gemacht. Natsch? Ja, Mr. Kelly? Danke, mein Junge. Ja, vielen Dank, Natsch. Tut mir leid, Debbie, ich wollte dich nicht reinreiten. Dafür hast du es aber ganz sauber hingekriegt. Das heißt jetzt wahrscheinlich, dass du nicht hingehen kannst. Verlass dich da lieber nicht drauf. Ich krieg schon einen Führerschein. Aber du hast deinem Dad versprochen, dass du das nicht mehr machst? Ich hab ihm versprochen, dass ich mir keinen mehr von einem Freund ausleihe. Hi, Betty. Machst du ein Päuschen? Ja, wir haben heute wirklich hart gearbeitet. Ich hab schon 15 Seiten Briefe getippt. Du hast schon 15 Briefe getippt? Nein, erst einen. Ich muss den 15 Mal tippen. Naja, weißt du, man muss es schon ordentlich machen. Wolltest du irgendwas? Nein. Oh, tja, ich hab grad überlegt, Betty, wir haben noch nie richtig zusammengesessen und miteinander geplaudert, oder? Oh, du meinst so richtig unter Mädels? Ja. So, okay. Vielleicht haben wir deshalb noch nie miteinander geredet. Tja, worüber sollen wir reden? Wie wär's über dich? Ich meine, ich weiß eigentlich kaum was über dich. Naja, ich bin ein ziemlich stilles Wasser. Aber manchmal rauscht's ein bisschen. Das ist, wenn ich viel nachdenke. Über mich gibt's wirklich nicht viel zu erfahren. Ach komm, da gibt's doch einiges. Zum Beispiel, wann hast du Geburtstag? 27. Dezember. Ah, dann bist du Steinbock. Nein, ich bin Sekretärin. Und wie alt bist du ungefähr? Naja, das bleibt jetzt aber unter uns. Ich bin 27. Ach, damit komme ich durch. Also muss ich geboren sein 1963. Betty, wenn du 27 bist, dann bist du 1960 geboren. Wirklich? Naja, ich schenke mir die ersten 3 Jahre, die zähle ich nicht mit, weil ich da noch viel zu klein war. Willst du eine Tasse Kaffee? Ja, gern, danke. Betty, ich frag das nur, weil mir gerade keine blödere Frage einfällt. Hast du zufälligerweise einen Führerschein? Oh, natürlich. Auf dem Land haben alle Mädels einen Führerschein. Simon, bist du das? Also? Nun ja, er hat heute wieder was verkauft. Ja und? Ich habe die Polizei angerufen und sie haben ihn verhaftet. Tja, wenn du mich fragst, Simon, dann hast du genau das Richtige gemacht. Das denkst du, aber nicht die Leute in der Schule. Keiner hat ein Wort mit mir gesprochen. Du hast doch aber gewusst, dass es Probleme für dich gibt. Deshalb hatte ich dir angeboten, es für dich zu tun. Nein, es war meine Sache. Und jetzt ist es deine Sache, dich dagegen zur Wehr zu setzen. Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Ich meine, ich tue etwas Korrektes und jetzt werde ich behandelt wie ein Verbrecher. Hast du es denn gemacht, um ein Held zu sein? Natürlich nicht. Siehst du? Dann musst du jetzt auch damit fertig werden. Weißt du, Simon, es ist nun mal leider nicht so, dass Probleme in nette Päckchen verpackt sind. Mit rosa Blümchen und Schleifchen. Meist haben sie ziemlich hässliche Ecken und Kanten, weißt du? Hi, Simon. Hi, Dad. Das hier war für dich im Briefkasten. Na, von wem ist das? Keine Unterschrift drunter. Widerlich, ha? Du hast es also gehört? Sie haben an der Bushaltestelle drüber geredet. Was haben sie gesagt? Ich sag dir doch, die sind widerlich. Ach, Kinder, wo ist Natsch? Der wird dich doch nicht auch im Stich lassen, oder? Keine Ahnung, ich habe ihn seit dem Essen nicht mehr gesehen. Hi, Mr. Kelly. Hi, Debbie.
Warum musstest du denn allen erzählen, dass du es warst? Es wäre doch sowieso rausgekommen, Natsch. Wo bist du gewesen? Paul Harris und noch ein paar andere haben rumgetönt, dass du ein Verräter bist. Was hast du gesagt? Nichts. Das ist ja reizend. Ich habe hier ein paar verpasst. Das nennt man, glaube ich, Freunde in der Not, hä? Naja, wozu sind Freunde denn da, oder? Sag mal, findest du, dass es falsch war? Simon! Nein, ich will, dass er mir das sagt. Ich meine, du hast es doch auch gewusst und du hast nichts gesagt. Keiner von uns hat was gesagt. Ja, und? Seid ihr jetzt alle sauer auf mich? Ja, ein paar von den Leuten schon. Durch dich stehen wir alle ziemlich blass da. Wie meinst du das? Naja, die meisten von uns haben gewusst, was los ist, aber wir hatten alle nicht den Mumm, was dagegen zu machen. Ich schätze, die Hälfte der Jungs schämt sich deswegen. Was ist mit der anderen Hälfte? Sollen uns gern haben. Guten Abend, gnädige Frau. Ich wünsche eine Erklärung. Oh, oh. Der Kneipenwirt hat angerufen. Du hast versucht, unter falschem Namen reinzukommen. Bettys Führerschein. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, dass die glauben, du wärst 27? Das war's nicht. Du hast das falsche Geburtsdatum gesagt. Das war's auch nicht. Das Sternzeichen? Der Traktor. Der was? Na, woher hätte ich denn wissen sollen, dass es ein Traktorführerschein ist? Betty hat kein Wort davon gesagt. Naja, lass dir das eine Lehre sein, Debbie. Und lass dir das Folgende auch eine Lehre sein. Du hast Tanzgehverbot, und zwar für 2 Monate. 2 Monate? Dad, ich habe doch nur versucht, in eine Kneipe zu kommen. Du hast einen Führerschein gestohlen und hast gelogen. Ach, 2 Monate. Wie lebe ich denn 2 Monate ohne Disco? Büffel einfach für einen Traktorführerschein.